Der Drohnenvirus überschreibt die Feinderkennungssysteme der Milizdrohnen. Eine infizierte Drohne wird statt des Batmobils andere Drohnen anvisieren. Wird der Virus bei höherer Waffenenergie eingesetzt, werden mehrere Ziele infiziert. Ich habe mir wie gewünscht North Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson sie schon einige Zeit im Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird sie auf einem Dach am Runneler Fährhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit, Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert, falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Mal sehen, was Nightwing über North Refrigeration weiß. Wenn ich den Pinguin finde, finde ich auch den Arkham Knight. In der Tat, Sir. Master Grayson wird Sie mit Ihnen am Gebäude am Renelar Fährhafen treffen. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute.
Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobbleport ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers kann ich ihre Waffen der... Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Das ist nicht gut. Gewöhnliche Ganoven, die zusammenarbeiten. Zu meiner Zeit war das nicht so. Ha! Da hat man sich noch an Regeln gehalten. Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. So für Dan zu arbeiten. Als ob ich dir das sage. Was hast du für ein Problem? Wir arbeiten doch alle für diese Freaks. Na, fange ich mal an. Ich erinnere mich daran, wie der Pinguin uns angeheuert hat. Er bot uns eine Riesenladung Cash. Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Wie immer irgendwas... Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Hast du sie mal von nahem gesehen? Nein. Was ist überhaupt passiert? Ja. Pass auf! Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Was hast du vergessen? Raffinesse funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendepot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv, solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Was zum Teufel machst du da? Willst du uns umbringen? Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zu Cobblepot! Was soll ich sonst machen? Fahr weiter! Vielleicht lässt er sich abschütteln! Siehst du ihn? Ich bin hier am Fahren. Schon klar, aber ich sehe ihn nicht. Ob wir ihn los sind? Was weiß ich? Guck weiter. Wir müssen sicher sein, ehe wir zurückfahren. Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet.
geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Vergiss Batman, der ist überbewertet. Konnte nicht mal mit unserer Schrottkarre mithalten. Scherzkeks, mich legst du nicht rein. Bats? Bats! Sie haben mich direkt zu Pinguins Waffendepot geführt. Ich hoffe doch, dass die Fledermaus in der Explosion gestorben ist. Zeit. Ist schon fast November. Verdammt, es sollte langsam mal schneien.
Unsere Armee ist gut ausgebildet, diszipliniert und stark. Keine Spur von Feigheit werden sie bedienen können. Wenn Batman hier war, muss er abgehauen sein. Hast du Batmans Schritten gesehen? Wird das Baby auch gern mal fahren? Thermobare Sprengsatz schmeckt. 3, 2, 1. Er steht nicht mehr auf. Geht weiter. Lass dich nach dem Kerl sehen, den er ausgeschaltet hat. Wo? Auf der Nordseite. Nichts wie hin. Nicht schon wieder. Reiß dich zusammen. Ich hab Angst. Das hilft uns gerade nicht weiter. Was, wenn wir uns ergeben? Geht nicht. Nicht bei ihm. Wir können nichts für ihn tun. Aber wir finden die Fledermaus, die das war. Sie haben ihn direkt hierher geführt. Sie haben ihn doch abgehängt. Man kann die Fledermaus nicht abhängen. Er sieht alles. Darauf habe ich die ganze Nacht gewartet. Wirklich? Ich war ganz zufrieden damit, wie die Dinge gelaufen sind. Ich möchte zu Ende, was der Neid begonnen hat. Hörst du das, du Freak? Hey, da unten hat sich was bewegt. Was auch immer es war, es ist weg. Das Dach war schwer gesichert. Das muss der Eingang sein.
Ich mag dein neues Auto, Bats. So viele Waffen. Als hätte dir bei der Planung ein böser Clown etwas ins Ohr geflüstert. Weißt du, was ich an Feuerwehrmännern so liebe? Sie rennen auf die Gefahr zu. Dass du Bruce Wayne bist, Betsy. Du bist Batman, Brucey. Diese ganze Nummer mit dem reichen Playboy, der dem Jetset frönt, während die Kacke am Dampfen ist, das war alles nur gespielt? Das ist fantastisch.